Moin Leute, was geht? Chillinglu labert euch zu. In diesem Video werde ich euch, den treuen iPhone-Usern, heute zeigen, wie ihr euren Klingelton verändern könnt, also auf dem Handy. Ihr wisst ja, dass man auf iTunes sich irgendwelche Klingeltöne für 1 € oder so kaufen kann. Das finde ich eigentlich eine große Abzocke, da es nur so 20 oder 30 Sekunden Clips sind. Und heute zeige ich euch eben, wie man das Ganze gratis macht. Ihr braucht natürlich iTunes und irgendeine Datei, die ihr benutzen wollt. Die Datei, die ich heute benutzen werde, nennt sich Dantadan. Ich glaube, die meisten von euch, also Don't Drop the Dantadan, ich glaube, die meisten von euch kennen dieses Lied. Und ich spiele es mal ab. Okay, genau. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Also ihr müsst iTunes öffnen. Und die Datei dann zur Mediathek hinzufügen. Das könnt ihr hier, Datei zur Mediathek hinzufügen. So, dann wählen wir die gleich aus. Öffnen, wunderschönes Cover. So, jetzt wurde sie gerade importiert. Hier. Da ist sie auch schon gleich. So, was wir jetzt machen müssen, bei Informationen, wir löschen einfach alle unnötigen Daten, die wir eigentlich ja bei einem Klingelton nicht brauchen, sowas wie Kommentar, Interpret und ja brauchen wir nicht. Und jetzt benenne ich die Datei noch Don't Drop the Dunder dann auf Dun. Das ist euch überlassen, das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Und jetzt ist wichtig auch noch, dass ihr hier bei Optionen stoppen bei 30 Sekunden hinschreibt, weil es eben bei den Klingeltönen so optimiert wurde, dass die Gesamtdauer eines Klingeltons nur 30 Sekunden betragen darf. Und genau, ihr könnt aber auch, wenn euch der Anfang vom Lied nicht gefallen hat, dann könnt ihr auch hier einfach irgendwie 10 Sekunden hinschreiben und unten 40. Also es geht auch. Also insgesamt muss die Differenz von Stoppen bei mit Starten bei 30 Sekunden ergeben. Aber bei Dantadan finde ich den Anfang ein bisschen, also nach 20 Sekunden kommt irgendwie nichts mehr so Tolles. Nämlich die Strophe, deshalb gebe ich hier 22 Sekunden ein. So, fertig. Jetzt müssen wir eine AAC-Version erstellen. Bei allen, wo hier AAC-Version erstellen nicht da steht, sondern irgendwie sowas wie MP3-Version erstellen da steht. Ganz einfach, ihr geht hier oben links auf dieses kleine Eck, klickt dann auf Einstellungen. Hier kommt ihr erstmal auf Allgemein und da klickt ihr auf Import-Einstellungen. Und hier wählt ihr dann den AAC-Codierer aus, nicht irgendwie sowas wie MP3 oder WAV, sondern AAC. Fertig. Wichtig ist auch, dass ihr hier bei den Quellen einen Haken bei Töne habt, weil ihr, wenn ihr dann hier auf die Kategorien geht, Töne sehen wollt, eure Töne sehen wollt, und wenn ihr hier keinen Haken habt, erscheint die Kategorie nicht, also Haken da lassen. So, okay. Und genau, dann erstellen wir jetzt eben eine AAC-Version. AAC-Version erstellt. Hier könnt ihr auch die Dauer gleich sehen, so wie ich es eingestellt habe, 22 Sekunden. Jetzt müssen wir uns die AAC-Version, oh Gott, AAC-Version ziehen wir uns jetzt hier einfach auf den Desktop. Hier könnt ihr meine AAC-Version sehen. Also ich tue jetzt nochmal das Fenster hier verkleinern. Also hier ist meine AAC-Version. Bei mir steht jetzt hier aber schon M4A. Bei den meisten wird dieses M4A wahrscheinlich nicht da stehen. Das ist jetzt aber dringend nötig. Deshalb geht ihr hier unten links auf Start. Ihr könnt auch auf der Tastatur die zweite Taste von unten links drücken. Oder ja, schreibt einfach hier dann Ordner Optionen hin. Geht auf Ordner Optionen, unter Ordner Optionen auf Ansicht. Dann hier müsst ihr den Haken entfernen bei Erweiterung bei bekannten Dateitypen, dass ihr dann eben dieses Kürzel hier am Ende noch erkennt. Also weg mit dem Haken, übernehmen, okay. So, jetzt müssen wir das Ende verändern, nämlich von M4A auf M4R. So, jetzt fragt er erstmal, ja, die Datei wird höchstwahrscheinlich unbrauchbar.
wird sie aber nicht, weil es unser super duper Klingelton wird, also einfach ja. Und jetzt könnt ihr hier schon sehen, hier steht M4R und so eine iTunes, so ein iTunes Icon ist erschienen. Jetzt wichtig ist, dass wir diese Version, die wir hier erstellt haben, die AAC-Version, was noch die alte MPA ist, die müssen wir löschen, also einfach entfernen, Titel löschen im Papierkorb. Und dann geht ihr auf Töne und zieht diese Datei, die ihr auf dem Desktop habt, einfach rüber. Hier, dann ist schon Danta dann erschienen. Und jetzt zeige ich euch gleich auch noch, wie man das mit dem iPhone synchronisiert. Also ihr klickt hier auf euer iPhone, meins ist natürlich das Bossphone. Geht dann auf Töne, hier sind schon meine ausgewählt und hier, ihr müsst hier erstmal einen Haken setzen, dass er sie überhaupt synchronisiert und dann könnt ihr einfach hier Danta dann mit ankreuzen und dann müsst ihr hier auf Anwenden klicken und hier oben könnt ihr jetzt sehen, dass er gleich, ja, eins kopieren, Danta dann, genau. Und ich spiele das jetzt mal schnell auf meinem Handy ab, dass ihr sehen könnt, wie es sich anhören würde, wenn mich jemand anruft. Also. Genau, ich habe auch noch weitere Klingeltöne, sowas wie den hier. Oder den. Oder eine veränderte Version von dem Standard-Klingelton beim iPhone, die sich Marimba nennt. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob es bei euch geklappt hat. Tut mir leid, falls es hier irgendwie mal ein bisschen leckt. Es ist ein schlechtes Aufnahmeprogramm, falls bei irgendwelchen Leuten von euch es nicht funktioniert hat, also bei euch klappt es einfach nicht, schreibt in die Kommentare, warum. Ich versuche euch dann zu helfen und lasst natürlich einen Daumen nach oben da, so wie immer, und abonniert meinen Kanal. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1, Peace!